Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder ein Video. Ja, lang ist's her. Soll es ein klein bisschen drum gehen, was ist passiert. Und Co. Ihr kriegt heute richtig Wind auf die Ohren. Und mein Kupplungshebel quietscht. Ja, ich glaube, letzte Video ist anderthalb Jahre her. Ja. Und ja, vielleicht mal ein bisschen was ich so gemacht habe in der Zeit, beziehungsweise warum keine Videos gekommen sind. Ist er denn noch da? Ja, er ist noch da. Und hat er denn fleißig Videos gemacht? Ja, hat er auch. Stellt sich die Frage, warum sind die nicht online gekommen? Ganz ehrlich, ich habe keine Lust gehabt, mich am PC zu setzen. Also ich hatte so einfach so, ich habe auch jetzt noch keine Lust, muss ich ehrlich gestehen. Aber dieses Video hier, das geht in einem Rutsch durch. Beziehungsweise wird da nicht viel geschnitten und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es online kommt. Das andere ist alles ein bisschen komplizierter. Beziehungsweise habe ich auch einige Schrauber-Videos wieder noch für euch. Ich habe auch meine rote, das Mädchen, ne? Die Monster 1200, die steht zerlegt in der Garage. Bestimmt seit einem Dreivierteljahr, jetzt über den Winter hin. Ne? Da habe ich das Problem gehabt. Also demnächst gibt es einige Schrauber-Videos hier. Wenn ich mal mit der Bearbeitung klarkomme, da wieder Muse zu finden, mich da länger hinzusetzen. Ich fahre mal nicht so schnell, aber nicht so im Wind. Ich bin gefahren und beim Fahren schalten, ich glaube vom dritten in den vierten ist mir der Schalthebel blockiert. Der ging nicht mehr hoch, da ging nicht mehr runter. Ich war im Gang, bumm, ne, verhaftet. Bin angehalten, Kupplung gezogen, ne, klar. Und dann habe ich als drauf rumgehauen, nach oben, nach unten und hast du nicht gesehen und irgendwann ging es wieder. Da habe ich mir gedacht, okay, probierst du nochmal, bin ein bisschen zügiger weitergefahren, weil da war ich schon ein bisschen zügiger unterwegs, würde ich mal sagen, wo man den Gang mal so ein bisschen schneller reinhaut und jo, ist wieder passiert. Da habe ich es aber mit Kupplung ziehen und mit dem Fuß ein bisschen bewegen wieder hinbekommen und ja, jetzt wollte ich es unbedingt gerne selber reparieren, wenn ich es reparieren kann. Es gibt schon ein paar Sachen, da muss der Motordeckel für ab, da kommt man an so eine Schaltgabel. Eigentlich ist es keine Schaltgabel, ich sage einfach mal Schaltgäbelchen, keine Ahnung. Es ist halt nicht im Getriebe, sondern davor, wo die Lichtmaschine sitzt. Und ja, dann erstmal Teile bestellen, dann habe ich gemerkt, ich muss Werkzeug bestellen. Dann ist mir was bei einem Video. Bei einem Austauschvideo ist mir ein Nadellager runtergefallen. Muss ich auch neu bestellen. Und dann hatte ich manchmal einfach keine Lust und manchmal keine Zeit. Aber jetzt wird es Zeit, weil so langsam bin ich auch wieder angefixt. Ich bin dieses Jahr schon einige Male gefahren, aber meistens ohne Video. Ne? Einfach mal für mich so. Ne? Heute ist das erste Mal Leder an, aber hier mit nochmal ein bisschen Windschutz oben drüber. Allzu warm ist es noch nicht, aber ja, heute ist Ostern. Ich habe eben das Video vom Rennrad geguckt von lieben Ralf, der seine Bella gegen eine KTM eingetauscht hat. Ich denke, der wird da viel Spaß mit haben. Ich wünsche es ihm auch. Hoffe nur, dass nichts kaputt geht. Ne? Wobei bei mir geht ja auch alles was kaputt. Auch die ist jetzt im Moment kaputt. Ja? Ich war letzte Woche beim TÜV. Ja, ich bin vorher ohne TÜV gefahren. Ich habe es auch erst mal die ersten paar Fahrten gar nicht gemerkt, dass ich keinen TÜV mehr habe. Also dieses Jahr jetzt. Weil der in der Winterzeit quasi abgelaufen ist. Und hier ist Lenkerplage kaputt. Ja, und ich habe mich geärgert, weil ich hätte mir denken können, dass es kaputt ist. Weil ich hatte letztes Jahr auf der Autobahn Lenkerflattern. Ja, ist ja kein Rad. Ich habe es erstmal auf die Conti Rototec 4 geschoben, die ich mir hier drauf geschmissen habe, weil die Reifen schon relativ agil sind. Ja, also man merkt, die sind wirklich gut zu fahren, sehr schön. Ja, ist sowas hier, wird es natürlich auch in einem Video drum gehen, da werden wir ein eigenes Video drüber machen, Lenkkopflager tauschen. Ich habe schon alles bestellt, aber erst vor 3-4 Tagen. Es wird einen kleinen Moment dauern, bis das alles da ist, weil auch da brauchen wir Werkzeug, um hier oben die Mutter zu lösen. Ja, hab dann mal geguckt bei der blauen Bella, ist Lenkkopflager auch kaputt. Dann habe ich nächste Woche einen TÜV-Termin. Ist natürlich blöd, weil ohne Lenkkopflager, also mit einem kaputten Lenkkopflager, kriegst du eigentlich keinen TÜV. Ja. Ich sage eigentlich, weil ich TÜV bekommen habe, aber der kennt mich. Der weiß, dass ich das mache. Griffheizung hier ist kaputt. Ist ein bisschen schade, weil ich muss beide Griffe kaufen, kostet mich 300 Euro, aber ich möchte gerne beim originalen System bleiben. Ist auch schon bestellt.
Inwiefern es da ein Video gibt, gucken wir mal. Was habe ich denn so für Videos? Ich habe letztes Jahr, also klar, die Norwegen-Tour, ja. Die Norwegen-Tour, da hat es nie was gegeben, weil ich habe sehr oft angefangen, dieses Video zu schneiden. Und dadurch, dass wir da echt voll in den Regenschutt gekommen sind und ganz oft Mikrofon nicht eingesteckt war, weil wir mussten uns immer wieder regenfest machen, fehlt mir einfach ganz viel. Und es ist sehr schwierig, diese Tour ohne große Lücken zu erzählen oder zu zeigen. Und das ist ein bisschen ein Problem. Zu erzählen hätte ich jetzt sehr viel. Viele wissen es, weil ich sehr viel auf Instagram mache, auch jetzt die ganze Zeit über, sehr viel Instagram. Ich bin heimgeflogen aus Norwegen, ich bin nicht heimgefahren. Und ist ein bisschen peinlich, aber ich werde da nachher keinen Hehl draus machen. Und dann gehen wir durch, was ich da oben für den Bock geschossen habe und was da für Probleme kamen, auf mich zukamen. Das, ja, klein war alles nachher. Ich war letztes Jahr beim Stefan vom Talk Club. Der ist ja in die Schweiz ausgewandert. Da war ich mit meiner blauen Bella, war ich da. Verlängertes Wochenende, war sehr schön, Thunersee rum und so. Gibt es auch Video, habe ich alles auf der Festplatte liegen. Motovlog.de war ich letztes Jahr natürlich. Das ist ja doch Pflichtprogramm für mich. Ja. Da fahre ich doch sehr gerne bei euch. Ja. Ich war Ducati offizieller Club. Ja, es war ja Desmo Owners Club, DOC. Das ist jetzt Ducati offizieller Club. Haben sie umbenannt. Ist ja nicht mehr alles Desmo. Ne? Wobei ich jetzt gar nicht, ich wusste gar nicht, dass die Multistrada jetzt auch wieder, also die V4 mit einem Desmo gibt. Da war ich. Das ist ein. Ist ein Treffen, das findet alle 2 Jahre statt, wird von den DOCs in Deutschland organisiert, ist in Sinsheim am Museum, sehr coole Location, klar. Das wechselt sich ab mit Ducati World Days in Italien. Quasi alle Jahre, die 2 Jahre Zeit versetzt, das heißt letztes Jahr Sinsheim, dieses Jahr wieder in Italien, nächstes Jahr wieder in Sinsheim. Kann ich euch empfehlen, hat Spaß gemacht. Bin zu der Gelegenheit auch letztes Jahr im Ducati Club Frankfurt eingetreten. Lustige Truppe. Kontakt hatte ich noch nicht so viel, aber das letzte Woche war ich bei Ducati Frankfurt zur Saisoneröffnung. Da hat unser Club Würstchen, also beziehungsweise Currywurst gegrillt, bisschen Verpflegung gemacht. Eine Hand wäscht die andere. Der Club und Ducati Frankfurt sind ziemlich dicke miteinander. Finde ich sehr geil. Ja. Ja, Leute, gibt es überall Videos von, aber muss ich mal ja, die Muse haben. Ne? Bei der Bella, bei der Blauen, habe ich dieses Jahr noch ein bisschen mehr vor. Das muss ich noch gucken. Einmal, klar, Lenkkopflager. Dann habe ich mir bestellt eine neue Bremspumpe für die Bella, weil da habe ich Probleme letztes Jahr bekommen mit der Kupplung. Beziehungsweise mit der Anti-Hopping. Wo die Anti-Hopping aber nichts für kann. Das Thema werden wir hier auch nochmal aufreißen. Ich hatte das Problem, ich habe die Kupplung gezogen, wollte langsam losfahren, dann gibt es einen Knack und das Moped schiebt auf die Gasse. Ich habe jetzt auch mit Ducati nochmal mit einem Techniker gesprochen und er hat meiner Vermutung so ein bisschen recht gegeben, dass wir glauben, dass meine Bremspumpe sporadisch ein Problem hat, weil an der Technik glaube ich nicht das liegt. Ich habe bei der Bella aktuell die originale Kupplung wieder drin, habe die Anti-Hopping rausgeschmissen, weil die Anti-Hopping ist ja ein bisschen komplexer aufgebaut durch diesen Hebemechanismus des Anti-Hoppings und dann reagiert die ein bisschen viel krasser, wie das die originale tut und das Problem ist sehr sporadisch, deswegen, naja, das werden wir alles nochmal behandeln hier. Dann möchte ich gerne das Fahrwerk von der S4R mal einen Service machen lassen. 43.000 Kilometer gelaufen, Baujahr 2004. Ich denke, das tut einfach mal gut. Ich gehe auch davon aus, dass ich merken werde, wenn das Lenkkopflager neu ist. Das Problem an den Lenkkopflagern, nur kurz, das ist ein schleichender Prozess und wir gewöhnen uns daran. Und deswegen macht es wirklich Sinn, das ab und zu mal zu kontrollieren, damit man da sich sowas nicht einschleicht, weil das kann echt gefährlich werden. Und das wirkt sich natürlich
auf das Fahren ein, auch auf das Kurvenverhalten, auf alles kann sich das auswirken. Dementsprechend, wenn ihr Mopeds habt, die schon ein paar Kilometer gelaufen haben, guckt da euch mal nach. Bei meinen Mädchen hier jetzt alle so 30.000 oder halt 40 bei der blauen, ja, da ist tendenziell schon mal ein Lenkkopflager fällig. Ich baue andere ein, wie original verbaut, aber das sehen wir alles noch. Das sehen wir alles noch. Auf Insta haben es gesehen, eine Motorradhebebühne habe ich mir letztes Jahr geleistet, weil ich das einfach geil finde. Ja. Ich habe mir eine von Weber gekauft, wenn da Interesse besteht, können wir da auch mal ein Video machen, wie das Ding funktioniert und Co. Und wie zufrieden ich damit bin. Für die Bella habe ich mir noch einen anderen Seitenständer gekauft, einen, der länger ist. Hat mich immer genervt, wenn ich die auf den Ständer... Die sackt so krass ein und das macht die original halt. Und das ist ein Aluminiumständer, ist nichts mal eben mit Ständer verlängern angesagt. Hier bei der Multi zum Beispiel habe ich mir den Seitenständer um 1 cm gekürzt. Ich habe ja auch so eine kleine Stellflächenvergrößerung, so eine Platte da drauf geschraubt. Und dann habe ich gemerkt, hier, das ist mir da zu wenig, was die sich neigt. Und da habe ich einfach mit der Flex durch und habe Zentimeter raus, habe das ein bisschen, ja, so ein bisschen kegelförmig angeschliffen und habe das dann wieder zusammengebrutzelt. Fast nicht zu sehen. Ist mir sehr leicht gefallen, das zu machen, weil ich hatte bei Ducati geguckt und der Ständer kostet, ich glaube, 17 Euro. Ey, wie krass, ne? Den Ständer, den ich jetzt für die Bella gekauft habe, klar, aus Aluminium. Und ein bisschen älter, ist natürlich von einem anderen Modell, ne? Da kann ich euch dann auch mal die Ersatzteilnummern geben, gibt es in Silber und in Schwarz. Kostet 150, das ist eine andere Nummer, aber das, ja, wie gesagt, gibt ein eigenes Video hier, wenn wir den Ständer tauschen, aber so vorher, nachher, wie sie da steht, ne? Weil die liegt schon fast mehr. Und Moped sieht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen fotogener aus. Wenn sie ein bisschen schön da steht. Das ist einfach so. Ja. Ja, Videos ohne Ende hat er. Gefahren bin ich immer. Ne? Ich hatte mal eine Zeit, ich sag mal so vor 1,5 Jahren ungefähr, da ging es mir mal eine Zeit lang nicht so gut. Da habe ich mich eh aus allem mal so ein bisschen rausgehalten. Habe auch eine ganze Zeit gar keine Videos gemacht. Bin für mich gefahren. Sollte man auch, denke ich. Ne? Und jetzt habe ich so langsam wieder Lust. Ja. Ja, letztes Wochenende auf Instagram, ich glaube, ich habe da ein Video nach dem anderen rausgehauen. Einfach so, was ich so mache. Ne? Wo Töchterchen Roller mal wieder in die Reihe gebracht werden musste. Oder dann so diese Infos mit dem Seitenständer und so. Naja, macht mir halt schon Spaß. Und mittlerweile, ja, habe ich mal wieder Bock, was online zu bringen. Ihr seht es, ne? Langes Video, Laber-Video. Ja. Ich habe die Sturmhaube zu eng. Vielleicht hört man das, als ich krieg kaum Luft hier drunter. Weil wenn ich einatme, dann zieht sich die Sturmhaube in meinen Mund. Ey. So. Nee, ist nicht besser. Scheiße. Entschuldigung. Wind ist heute heftig. Aber alles okay. Und ich habe mir eine neue Temperaturanzeige gekauft hier, einen neuen Fühler. Das Ding lügt. Ja, der zeigt an, ach, ich habe ja gar nicht auf Temperatur stehen. Er lügt trotzdem, ich weiß, dass er lügt. 10 Grad, sagt er, und wir liegen aktuell eher so bei 15, 16. Dementsprechend mal einen neuen Temperaturfühler. Ja, hier bin ich im Lagern, bin ich mal echt gespannt. Und dann habe ich das, ich habe mir die Ladedatei mal bestellt. Wobei ich jetzt bei der roten Monster gar nicht gucken kann, weil die steht ja auf dieser Hebebühne und die ist fest vergurtet. Ich habe mir 3 Lager bestellt, Fett dabei, den Schlüssel hier oben und dann gucken wir mal, was das für eine Aktion gibt. Das auszuwechseln fand ich so geil, ey. Da war jetzt Motorradstecher, kennst du den Kanal hier auf YouTube? Ich mag die sehr. Die nehmen Mopeds wirklich auseinander und dann kannst du mal Motor gucken von innen. Oh, da habe ich jetzt auch ein Video gesehen, das war ein Tag, gell? Da haben die ein Video gemacht in Kooperation mit eBay. So, und eBay hat ein Lenkkopflager gesponsert und das Werkzeug, um das Lager auswechseln zu können. 1 Stunde dauert das Video. Und das ist so geil. Die erklären das echt alles ganz toll. Ne? Und dann setzt er dieses Werkzeug an von eBay und dann 2 Minuten später
Ach, hier ist er, und eigentlich mache ich das am liebsten mit einem Hammer und Meißel so ungefähr. Ja? Und dann bügelt er das Lager da mit Hammer und Meißel raus. Und das Werkzeug ist gar kein Thema mehr. Ne? Und dann sieht man nochmal kurz, wie er mit dem Lenkrad, mit dem Werkzeug ansetzt. Und dann auf einmal springt das Video und auf einmal sind alle Lager draußen, wie aus, ja, wie von Zauberhand. Finde ich hoch, also fand ich sehr köstlich. Ne? Wenn böse Gedanken, wenn man denkt, das Werkzeug würde nichts taugen und wäre in der Aktion kaputt gegangen. Kann ja nicht sein. Antes Video hatten sie Panigale Motor. 1299 ist das dann, ne? Da haben sie den auseinandergenommen nach, weiß ich nicht, 20.000 Kilometern oder so. Ey, wie ist der Motor so krass, ey. Da ist innen drin alles mit einer schwarzen Beschichtung versehen. Da siehst du keinen Abnutzungsspuren dran. Die Kolben, die sind so hoch, ja. Absoluter Hammer, ein Meisterwerk, ein Meisterwerk dieser Motor, ja. Und dann ist total klar, warum Ducati den V4 rausbringen musste, weil sie den 1299er absolut ausgereizt und optimiert hatten. Wow, also echt wow. So Videos finde ich sehr interessant. Bin auch immer mehr drauf und dran, mehr können zu wollen. Also ich würde gerne so einen Ducati-Motor auch mal auseinandernehmen, ehrlich gesagt. Ich möchte auch gerne Zahnriemen, möchte ich selber machen können. Ventile ist halt blöd, weil du brauchst diese Chips, diese Shrimps oder wie man sagt. Die sind ziemlich teuer und du musst ja ausprobieren. Also eine Kontrolle können will ich machen. Auswechseln vielleicht eher nicht. Aber Zahnriemen und so, ich will mich mal ein bisschen mehr so in die Materie geben. Und bei meiner blauen Bella, die hat ja jetzt 43.000 drauf. Da ist auch so, dass ich da eigentlich schon gerne mal eine Motorrevision hätte. Irgendwann werden mich die Lagerschalen von der Nockenwelle, die werden mich irgendwann, Kurbelwellenlager so, die werden mir da irgendwann mal ja, in die Quere kommen. Und bevor da irgendwas kaputt geht an dem Motor, würde ich es eigentlich gern vorher machen. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, was da abgerufen wird, wenn ich das machen lasse. Und da sind wir bei 5.000, 6.000 Euro und das, ganz ehrlich, das ist das Moped wert. Ja. Dann ist die Frage, ob ich mir nicht vielleicht doch einen Gebrauchten kaufe, nicht so teuer, zerleg den und versuche einfach mal mein Glück. Ein Buch dafür mit ordentlich Informationen habe ich, dann habe ich Zeit, ne? Kann mich schlau machen, kann den Motor auch mal mit wohin nehmen und was mit ihm mir helfen lassen oder so. Ist so eine Option, ob ich da nicht selber dran gehe. Ne? Ich hatte auch im Rönnstadt, hatte ich ja angeboten, dass er soll sich einen gebrauchten Motor für seine Monster holen und ich hau dem den da rein. Wäre mal für mich ein echt interessantes Projekt gewesen, weil bevor ich ihm es angeboten habe, habe ich natürlich schon geguckt, was das bedeutet, ja, an der Monster einen Motor zu wechseln, weil das ist gar nicht so ohne, weil der Motor ein tragendes Teil ist und wenn du da vorne den Gitterrohrrahmen abschraubst und dann musst du hinten das Heck abbekommen und so. Und der Kabelbaum läuft so krass dadurch. Du hast nachher echt nur noch Brocken da liegen, ja, und musst dir auch Gedanken machen, wie du das da rausholst. Aber für mich wäre es eine echt interessante Challenge. Ja. Also ich weiß, Ducati ruft ja fast 1.000 Euro nur für den Ausbau von so einem Motor auf. Ein bisschen Arbeit ist das, aber wäre eine Challenge gewesen für mich. Das, glaube ich, hätte mir Spaß gemacht. Ja. Und ich bin so einer, ich habe schon sehr oft Dinge das erste Mal in meinem Leben gemacht, die ein bisschen komplizierter waren. Und ich bin da sehr akribisch und schreibe auf und notiere mir, mache mir Fotos und so. Da habe ich wenig bis keine Angst, dass ich da nachher irgendwas übrig habe oder irgendwas nicht passt. Ne? Ich hatte damals, mein Gott, was ein Laber-Video. Ich hatte von Tuten und Blasen am Auto keine Ahnung und ich hatte einen Motor kaputt. Und hab den mal eben da rausgerissen, hab den in Stand gesetzt und hab den wieder eingebaut. War ein Kumpel dabei, der hat mir geholfen, da liegt was Unschönes am Wegesrand, da gucken wir mal weg. Müssen wir uns das nicht angucken. Ich habe ganz viel aufgeschrieben, Fotos gemacht, die Schrauben alle in so kleine Suppenschüsseln schön sortiert, dass es nachher keine Fragen beim Zusammenbau gibt. Plug and play. Hat das Ding wieder geschnurrt. Ja, Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen schöne Strecke vor mir. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Das schiebe ich einfach mal hoch. Dann gucken
gucken wir mal, was ihr zu sagen habt. Und ja Leute, war mir eine Ehre. Ich hoffe, ihr müsst nicht allzu lange warten und dann gibt es wieder was von mir zu hören bzw. zu sehen. Es freut mich sehr, dass hier sehr viele dem Kanal treu geblieben sind bzw. nicht auf das Deabonnieren gedrückt haben. Der Kanal ist während meiner Ich-tue-nichts-Phase größer geworden, was mich natürlich auch freut. Und ja, freue mich auf viele interessante Videos, die da kommen werden und kommen, ja, doch hoffentlich kommen werden. Ich muss mich halt an den PC setzen. Das ist das. Das ist so fies hier mit dem 40. So Leute, habe ich doch einen Cut im Video gemacht. Da war 40, das konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil die Strecke ist einfach ein Träumchen. Und das wär mir jetzt hier zum Einstand zu illegal gewesen. Ja, ich habe die falschen Handschuhe an. Ich wollte eigentlich meine weißen Leder anziehen. Ging aber nicht, ich habe mich verbrannt und der ging in den anderen Handschuhen nicht. Hier einmal und dann hier oben drauf bei den Knöcheln, ziemlich groß. Wie macht man das? Ja, Spaghetti Bolognese, wenn man das Hackfleisch zu schnell, nee, zu lange, zu, ja. Ich hatte das Fett im Topf, um das Hackfleisch anzubraten. Meine Tochter hat mich voll geblubbert und dann habe ich es irgendwann reingeschmissen. Und dann hat es einfach nur puff gemacht und ich habe mich verbrannt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Am nächsten Morgen habe ich es gemerkt, weil ich lauter Wasserblasen überall hatte. Boah, naja, Bilder zeige ich euch keine Angst. Jo, Biker-Treff, gut besucht. Ich war gestern schon mal hier, da war das Wetter nur nicht so schön. Ist mal so eine kleine Runde, kleines Päuschen und dann geht es wieder nach Hause, weil heute wird noch im Garten nach Ostereiern gesucht. Ne? Jo. Ja Leute, in dem Sinne, ich freue mich sehr fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Was hoffentlich nicht so lange dauern wird. Ne?